Und in diesem Sinne würde ich sagen, what's up guys, Julius K. hier und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut, ihr seid gut in die Osterferien gestartet. Der Grund, warum letzte Woche kein Video kam, war, wir hatten Mottowoche, also weil ich ja jetzt das Abitur mache und das war die letzte Schulwoche. Und eigentlich hatte ich ja vor, da so ein paar Sachen zu filmen auch, aber irgendwie ist das Ganze nur ins Fotografieren übergegangen. Also ich habe nur Fotos gemacht und das Filmen irgendwie komplett vergessen, weil dann jeder Fotos vor machen wollte oder Fotos haben wollte und ja, so ist das halt gekommen, dass dann doch irgendwie nichts dabei rumgekommen ist. Und heute sind wir hier in Essen unterwegs, wie ihr hier auch schon sehen könnt, ein schöner Mercedes. Und weil wir sind auf der Techno Klassiker, das ist eine Automesse, da gibt es neue und alte Autos, also die Belichtung ist auf jeden Fall on point, so ist schon besser. Und da werden wir uns umgucken, ich nehme die Kamera auf jeden Fall mit. Und da würde ich sagen, let's go! Ja. Ich musste nur einmal kurz zur Kollegin. Oh! 9182, Schnieke, Schnieke. So, und damit recht herzlich willkommen hier auf der Messe. Wir sind jetzt direkt am ersten Autostand. Wir werden jetzt auch noch ein bisschen weitergehen. So Leute, hier 50 Jahre Ford Mustang, herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die nächsten, auf die nächsten 50 Jahre. Wir schauen jetzt hier mal weiter, die nächste Halle, das ist Halle 2. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu laut hier mit dem Gebläse, aber da treffen wir hoffentlich Mercedes, meine Lieblingsmarke, also mein Favorit. Und ja, jetzt geht es hier ab in die Mercedes-Benz-Halle. Ich freue mich mega. Ich bin mal gespannt, ob sie auch den einen oder anderen Neuwagen haben. Da ist schon ein SLR. Gucken, was wir hier sonst noch haben. Auf jeden Fall die alten Modelle, wie zum Beispiel der 190. Evo 2 ist das. Evolution Modelle heißen die. Die waren damals ganz besonders. Und da hinten ist auch noch ein Pullman, sehe ich gerade. Zeige ich euch gleich aber noch alles. Da vorne steht der neue EQC. Oder EQC, je nachdem, wie man das Ganze aussprechen mag. Und da schauen wir uns jetzt auf jeden Fall erstmal um. Weil Elektroautos ist auch so ein Ding, da interessiere ich mich auch für, weil es halt so eine Art Zukunftstechnologie ist. Hallo. 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 Tag. Ja, was brauchst du? Hier, das ist ich das... Ich hätte gerne so eine Tasche. Ja, die hätte ich auch gerne. Klar. Perfekt, schön. Dankeschön. Oh. Aber niemand sagen. Gut. Ja, hier, in die Tasche rein und fertig. So, für machen den jungen wir. Mann, für den alten Rocker. Also, Leute, kauft euch auf jeden Fall Mercedes, die sind alle nett hier. Super, super cool. Super, wunderbar, sehr gut. Das Vielen nehmen Dank. Wir mit. Also Leute, wenn ihr einen Wolf im Schafspelz, heißt es so? So heißt es, sucht, dann ist das hier auf jeden Fall das richtige Auto. Der E60 AMG, weil eigentlich ist es ein W124, so ist es richtig, Mercedes, wo man aber einen V8 Motor eingebaut hat und sonst noch, der ist ein bisschen breiter gebaut und von den Felgen her wird man es jetzt erkennen, aber ansonsten ist es eine reine E-Klasse, aber wenn man dann wirklich an der Ampel steht und voll drauf latscht, dann sieht man halt, dass der voll abgeht und ja, man sieht nur noch die Rückleuchten von dem, also die hinter einem sehen nur noch die Rückleuchten. Sunlight,
like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. Wir steigen hier jetzt erstmal ein. Ah, schicker Porsche. Sieht schon gut aus. Schlüssel habe ich hier auch schon. Und dann würde ich sagen, machen wir doch jetzt mal eben die Tür zu. Ich muss ehrlich sagen, das sieht echt cool hier drin aus. Also der Schalthebel ist zwar kleiner geworden, eindeutig. Und wir haben jetzt hier mittlerweile auch ein digitales Cockpit. Also nur der Drehzahlmesser, der ist noch wirklich analog gestaltet. Lenkrad ist auch ein bisschen kleiner geworden, aber auch sehr sportlich, muss ich sagen. Das gefällt mir echt gut. Hier in der Mitte haben wir ein großes Display für Navi zum Beispiel oder Infotainment-System. Und ja, man sitzt, ich müsste ein bisschen höher auf jeden Fall sitzen, sonst passt das gar nicht von meinem Sitzgefühl. Ich bin ja ein sehr kleiner Mensch. Die Displays haben echt gute Qualität. Also von der Auflösung her sind die echt mega und es sieht aufgeräumt hier aus dem Cockpit. Ich finde es auch cool mit diesem, ja, diesem Kontrast zwischen den weißen Nähten und diesem beige-braunen Leder, so leicht rötlich, und das finde ich persönlich echt geil und ist ein schickes Auto, würde ich sagen. Dann gucken wir jetzt mal weiter. Da vorne ist noch Audi, da ist Skoda und vielleicht kriegen wir noch kleine Werbegeschenke bei Porsche. Von daher machen wir das mal und hier gucken schon alle Leute, was ich hier drin mache. Aber das stört uns ja gar nicht, echt. Freunde der Sonne, wir haben hier ordentlich abgesahnt bei Porsche. Fett. Und die guten Kugelschreiber. Ich feiere die mega, die Kugelschreiber von denen. Die sind richtig gut, die schreiben richtig schön. Davon haben wir jetzt erstmal nur einen mitgenommen. Sind jetzt hier bei VW angekommen und die haben 40 Jahre T3. Und das ist der hier. Ich hoffe, den kann man erkennen. Kann man super erkennen. Meine Güte, haben wir dieses Jahr viele Geburtstage hier. 30-jähriges, 50-jähriges, 40-jähriges und ist ein echt schönes Auto. Wir können hier gerade mal reinschauen. Da sieht man nur diese ganze Stoffsitze und vor allen Dingen, man muss erkennen, den langen Schalthebel. Wenn ich das hier besser zeigen kann, da sieht man den langen Schalthebel und das typische Lenkrad, was diese Doppelspeiche, kann man das so sagen, hat. Und das ist der eine einfarbig lackierte und das ist der zweifarbig lackierte. Da haben die sich so ein bisschen das Beispiel genommen, zum Beispiel vom neuen T6. Der ist ja auch zweifarbig lackiert, unten in einer bestimmten Akzentfarbe und oben meist weiß. Das ist jetzt hier so ein bisschen cremefarben. Aber es sieht auch echt mega geil aus und ist ein sehr nostalgisches Auto. Wir holen jetzt hier mal einen Fachmann ran. Also was ist denn das Besondere am T3 jetzt? Das Besondere am T3 ist, dass es einfach ein universelles Auto ist, wie eigentlich jeder VW-Bus. Und dass er auch vom Komfort her einiges bietet. Also es gab beim T3 schon Servolenkung, Zentralverriegelung, Tempomat, die ganzen Sachen. Und ja, es ist einfach ein wirklich universelles Auto. Innenraum schön groß, man kann mal zu IKEA fahren, Schränke einpacken, solche Sachen. Ja. Und es ist halt auch schön einfach zu warten. Also es gibt einfach ein schönes Fahren. Man sitzt vor allem schön vorne auf der Vorderachse, man kann alles überblicken, man sitzt so ein bisschen relativ hoch. Busmäßig, ja. Genau, wie richtig. Auch in den heutzutage. Genau, richtig. Ja. Und der Innenraum hat halt viel Platz und es gibt viele Ausbauvarianten, es gibt Multivans, es gibt Camper, Westfalia Joker oder was ich, California Atlantic, so mal einige zu nennen. Den finde ich auch schön, die ganzen California-Modelle, die sind super zum Campen, so, ja, wenn richtig, man wirklich genau. Kein Wohnmobil haben möchte, aber auch kein Wohnwagen, das ist so ein Mittelding, wo alles in einem Fahrzeug wirklich verbaut ist. So. Genau, richtig, ist halt multifunktional, ne? Ist halt wirklich ganz schön. Und ja, es sind einfach wieder schöne Autos und auch noch erschwinglich, ne, wenn man sich jetzt mal einen kaufen möchte. noch sind sie erschwinglich, sind noch nicht so hochpreisig wie jetzt T2 oder T1 Bullis. Das ist richtig, und haben aber trotzdem noch den tollen Boxer-Sound drin, wenn man Benziner hat. Und das macht's aus. Ja, dann wisst ihr jetzt auch endlich Bescheid, was das Besondere am T3 ist. Ich finde ihn
wunderschönen Bus. Bedanken uns mal ganz herzlich. Ja, bitte. Ne? Gerne. Und viel Spaß noch auf der Messe. Ja, danke schön. Das war doch mal eine sehr coole Erfahrung und ja, das ist das gute Stück. Noch daran erinnern, gerade eben hatten wir so runde Mercedes-Sterne, die aus dem, stehen ein bisschen im Weg, 3D-Drucker kamen und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ja, wo kommen die denn zum Einsatz? Und jetzt weiß ich es, da ist ja, das ist ja rund das Ganze und deswegen haben die runde, also so gebogene Mercedes-Sterne. Kleiner Fun-Fact nebenbei. Ja, moin! Und damit herzlich willkommen hier aus dem Renault 508. 508 ist es, glaube ich. Letztes Jahr haben sie den vorgestellt auf dem Genfer Autosalon und dann war ich ein Jahr später, war ich hier auf der Messe, habe ich den auch schon vorne im Foyer stand er da. Da habe ich den auch schon gesehen. Ich guck mal, wenn ich das Material noch finde, blende ich es euch jetzt mal ein. Und ich muss sagen, es ist immer noch ein schönes Auto. Ich meine, das Lenkrad, ja, von der Größe her für eher kleinere Menschen gemacht und sportlich gehalten, aber sonst solides Auto. Wir sind hier bei Peugeot gerade am Stand. Ich glaube, das kann man noch so halb erkennen. Da vorne ist BMW. Da ist BMW und Mini. Da gucken wir gleich auch noch vorbei. Und ja, dann würde ich sagen, checken wir mal den Rest hier doch. Oh, ist das Radio laut. Leute, an alle Forza Horizon 4 Fans, kennt ihr dieses Auto? Den Peugeot 450. Richtig legendäres Auto in dem Spiel. Und ich hätte nicht gedacht, dass es den in Wirklichkeit so gibt, aber er existiert. Und zwar hier auf dieser Messe. So, liebe Freunde der Sonne, wir sind mittlerweile aus der Messe raus, wir sind so kurz vor zwei. Und es war echt mega geil, wir hatten viele neue Leute kennengelernt und nette Leute, wir haben viel gequatscht mit Leuten. Wir machen uns jetzt auf den Weg nach Hause, weil wir haben jetzt alles gesehen und die stellen da ja nicht alle paar Minuten ein neues Auto hin. Aber von daher, es war mega geil, es waren viele tolle Autos dabei, viele
Nostalgiker, viele Geburtstage auch. 60 Jahre Skoda, 40 Jahre T3, 50 Jahre Ford Mustang und. Und ja, wir gehen jetzt noch ein bisschen lecker was essen. Und dann würde ich sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr sowas gerne nochmal haben wollt. Nächstes Jahr ist es auf jeden Fall wieder. Und wir werden auch hoffentlich dieses Jahr auf die IAA noch fahren. Und dann würde ich sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao.